Nun, vielleicht finden wir in Gilaskan eine weitere Hilfe. Wir müssen Freunde überall finden, selbst an den, sagen wir, ungewöhnlichsten Stellen. Schauen wir einmal, was wir in Gilaskan auftreiben können. Ja, tun wir das. Wenn ihr mich entschuldigen werdet, ich werde im Unterdeck dafür sorgen, dass die Segelisten bereit sind, was in Schwierigkeiten geraten. Ach, hat euch Rafim ebenfalls eingeladen an dem Blutritual? Nein. Nun, ja, aber ich habe abgelehnt. Nun, ich sollte es nicht verpassen. Es ist ein wichtiges Bindungsglied zwischen ihm und seiner Waffe. Oder schaut ihr das Blut? Ja, dann macht den Mund auf. Macht ihn dann wieder zu und geht. Unbewusst kannst du noch einmal an deine Wange greifen, wo sich immer noch ein kleines Stück deines geborstenen Schwertes in die Wange gebohrt hat. Und wenn ich ihn 100-mal schlagen muss, dann sei dem so. Jetzt nachdem Jalan weg ist, Abelmir, mir ist etwas aufgefallen, als ich die Klinge berührt habe. Von Rafims neuer Waffe. Erzählt. Ich glaube, ihr haftet etwas Übernatürliches an. Ich denke, es ist mehr als nur das Metall. Sie flüstert. Auch wenn ich wage zu behaupten, dass sie es nicht auf diese ungute Weise tut, die wir ja auch schon erlebt haben. Nun, eine Beseeltheit bei so einer machtvollen Waffe ist nicht ungewöhnlich. Es ist die Frage, ob diese Beseeltheit sich gegen den Träger der Waffe richtet oder nicht. Nun, ich denke, sie wird ihm dienen, solange sich ihre Ziele decken. Nun, diese Wesenheiten, nennen wir es so, verfügen über ihren eigenen Willen und über ihre eigene Ziele, könnte man sagen. Wenn sie sich nicht decken, dann ist diese Waffe genauso gefährlich für ihn wie für seine Gegner. Was könnte es sein, denkt ihr, wenn es kein Ifrit ist? Dies ist schwer zu beantworten. Eine Artefaktseele ist kein Ifrit, kein Elementar. Es ist eine, verzeiht mir diesen götterfrevlerischen Ansatz, eine eigene Wesenheit mit einer eigenen Seele, könnte man fast sagen. Ich denke, wenn Rafim sie zu seiner Hauptwaffe macht, werden wir wohl noch mehr darüber erfahren. Es obliegt dem Träger bei der Weihe der Waffe. Nun ja, er muss sich mit ihm messen, seinen Willen messen. Hoffen wir, dass er stark genug ist. Ich bin sicher, das ist er. Wir sollten alles tun, um ihn dabei zu unterstützen. Er ist schließlich unser Waffenbruder. Lumin nickt. Die Reise nach Gilaskan wird euch einen Tag kosten. Die Segel sind gespannt, aber ihr werdet nicht alle vollhängen. Jetzt, wo der neue Mast erst getestet werden muss, wird Haswolf vor allem zu etwas Ruhe noch drängen. Aber ihr kommt an. Währenddessen habt ihr natürlich einiges zu tun oder aber auch nicht. Aber was wollt ihr machen, um diese Zeit zu füllen? Wir beginnen mit Diamantis. Ja, Diamantis ist nach unten zum Batteriedeck gegangen, an den Rotzen, an den Geschützmeistern vorbei, zur Tür der Kombüse, die er dann aufschlägt. Sei schon. Hey, kannst du nicht knapfen? Kannst du sehen, wie da wohl gerade einer in der Küche, du weißt gerade nicht, wer es ist, wohl seinen Stiefel ausgezogen hat und du siehst gerade, wie er sich so die Fußnägel schneidet, die schon so ein bisschen lang und gelb sind. Ich weiß ganz genau, wer das ist, und zwar Answin. Also zumindest vom Namen her. Ich blende das erstmal gewissentlich aus. Ja. Und,
Sei schon, ich hoffe, du hast das Hühnchen, was wir in Senora gekauft haben, den Kampfhahn, noch nicht kämpfen lassen. Nee, noch nicht. Haben wir noch keine Zeit zu, Mann. Nein, was hältst du davon, das auf der Überfahrt zu machen? Die Mannschaft muss ein bisschen von ihrer Moral gesteigert werden. Denen geht's nicht gut, nach den regen Verlusten, die uns der Sturm gebracht. Vielleicht nimmst du auch gleichzeitig ein kleines Fass rum mit und schließt das an. Ist das jetzt von den Offizieren jetzt genehmigt oder was? Das war bisher illegal. Das kommt aus der Offiziersebene. Es wird nicht genehmigt, es wird für dieses eine Mal geduldet. Solltet also keine allzu großen Probleme machen, sonst schicken wir dennoch die Dukatengarde nach unten. Okay, kein Problem. Wo sollen wir denn kämpfen? Auf dem Batteriedeck? Ja, wo habt ihr das denn bisher gemacht? Naja, im Urlaubdeck. Ist doch klar. Ja, da trauen sich dann wahrscheinlich die anderen Mannschaftler nicht runter. Naja, in den ganzen Trollzirkel. Doch schon. Es geht ja darum, dass die Offiziere nicht runterkommen und das sehen. Ja, gut. Lass das die Mannschaft wissen und mach das dennoch weiter auf den Urlaubdeck. Wie gesagt, es ist geduldet, aber nicht gern gesehen. Und nur dieses eine Mal, hast du mich verstanden, Seishin? Ja, er zwinkert dir zu. Zweimal, dreimal. Ist klar. Na, wenn ich euch ein weiteres Mal erwische, dann... Aber ich bin noch nicht fertig mit den Heizzehen. Ich wollte die gleich an die Füße ranbauen. Hast du das gehört, Echigoron? Du wirst verbessert. Ja, mach, was du in den nächsten Stunden noch tun kannst, aber ich will, dass dieser Kampf, bis wir vor der Insel anlaufen, gelaufen ist. Ja, wir machen das in der Nacht. Wenn die Offiziere schlafen. Ja, gut, dann. Ich wollte hier unten noch irgendwas. Wir haben unsere Spione da oben. Wir gucken immer, wann Abelmir in sein Kapitänsdeck geht und dann nach einer halben Stunde schläft er immer. Ach, tatsächlich? Und wer spioniert dann für euch da oben? Einer von den Mordkindern. Die stellen sich dann immer in die Kapelle und tun so, als ob sie beten würden. Und dann lauschen sie immer und wenn das Schnarchen kommt, dann geht's los. Ach, clever. Clever. Muss ich mir merken. Ich wollte hier irgendwo was. Mir kommt das gerade nur... Ach so, ja, natürlich. Ich trete an den Tisch ran und trete einmal Answin ins Gesicht. Meine Nase! So, wenn ich verdammt nochmal einmal Zehennägel in meinem Essen habe, dann komme ich hier nochmal runter und schlag dich grün und blau. Hast du mich verstanden? Zieh dir den verdammten Stiefel wieder an. Aber ich blute wie ein Schwein. Das ist ja ekelhaft. Du bist ein Schwein, du Arschloch. Was wir schon die letzten Wochen alles ertragen mussten. Ja, nach dem Schwein trete ich ihn nochmal in die Seite, während er am Boden liegt. Nee, das hatte gerade Bruder Geigenstein, hat er dann zu ihm gesagt, du bist ein Schwein. Ach so, in Ordnung, ja, okay. Kannst du trotzdem treten. Ja, meine Wut über die letzten Wochen angestaut, muss jetzt einmal raus. Immer wieder Zehennägel aus dem Essen endlich mal wieder ein bisschen Ordnung hier drin. So. Und ihr wusstet alle davon, ihr hättet euch genauso darum kümmern können. Es ist eure Pflicht, uns vernünftiges Essen aufzutischen. Ich schneide ihm doch nicht die Zehennägel. Ja, aber ihr seht doch, wie er sich die Zehennägel schneidet. Hier, er hat sich den Stiefel wieder ausgezogen. Er wollte gerade anfangen, als ich reingekommen bin. Und was macht ihr? Du schälst Kartoffeln. Und du, was machst du da überhaupt? Hey, ich bin fertig mit Zwiebeln schneiden. Dann kann ich doch wohl tun, was ich will. Ja, wie ihr hier unten organisiert, ist eure Sache. Aber verdammt nochmal, keine Zehennägel mehr. Nächstes Mal werdet ihr alle bestraft. Habt ihr mich verstanden? Ja, ist klar, Mann. Gut. Weitermachen. Ja, und dann... So ein Wichser. Das überhöre ich mal. Ja, also kannst du den blutsprudelnden Answin zurücklassen. Schauen wir mal, was die anderen derweil machen. Ich sag auf dem Weg nach oben noch Nietja Bescheid. Ja, unten gab es einen Unfall. Der Answin, der braucht vielleicht einen Verband oder was auch immer. Ja. Sie nickt, verzieht so ein bisschen das Gesicht und geht dann mit ihrer Tasche nach unten. Schauen wir mal zu Rafim, Corso und Ibn Famalo von Romulus. Basaltfaust zu Alanfa. Ja, wir verbringen unsere Zeit in tiefer Meditation. Da wir jetzt ja der Benennung der Waffe näher kommen, werden wir noch einmal meditieren und schon mal den Opferaltar mit etwas Blut einweihen. Dazu werden auch dann, naja, eigentlich nur Gläubige, also vermutlich die Dukatengarde eingeladen.
Wer sich da beteiligen möchte, dem nicke ich aufmunternd zu, wem nicht, dem hau ich eine rein. Ja, bis sie da alle mitmachen. Also ich möchte im Prinzip nur einmal noch meditieren. Ja, alles klar, kannst du tun. Reicht, nice. Gut. Ja, wie geht's weiter? Du hattest eingeladen, willst du dann direkt runterrufen lassen, oder? Die Frage ist, wie lange sind wir unterwegs? Ein Tag. Ach so, ein kompletter Tag. Genau, ein Tag, genau. Also über die Nacht werdet ihr irgendwann kurz davor sein, aber ihr werdet dann so ankommen, dass ihr dann eben ganz grob mit Sonnenaufgang im Prinzip so zur siebten Stunde geht's dann weiter. Also ihr könntet dann eben von morgens tagsüber bis Abend und Nacht könntest du dann deine Waffe ja im Prinzip nicht weihen, aber eben kontrollieren. Ja, dann würde Rafim über den ganzen Tag verteilt einen Dukatengardisten nach dem anderen in den Raum ziehen, ihn Blut opfern lassen über... Naja, er hat sich einen Amboss besorgt von den Ingrim-Geweihten und würde dann selbst immer wieder über den Tag verteilt sein Blut opfern, bis er dann abends seine Kameraden rufen lässt. Los, Dragan, hol Sulamin, hol sie alle. Ja, muss ergreifen, Mund. Der ist zu schwach für sowas. Jawohl. Bin gleich wieder da. Damit geht Dragan, der Abgebissene, in die verschiedenen Quartiere. Klopft an, macht die Tür auf. Auf wen will euch sehen? Steht aber Diamantas im Raum. Ach, ist es soweit. Gut, ich komme sofort runter. Diamantas hat ein paar Holzbretter in der Hand und hat schon angefangen. Fangen das Loch zu hämmern, aber lässt dann alles stehen und liegen und macht sich runter in die Kapelle. Damit dreht er sich um, klopft ebenso bei Sulamin, wartet eine halbe Sekunde länger. Milady, Corson will euch sehen. Ah, es ist soweit. Ah, ich sehe, Diamantas kommt auch schon. Vielen Dank, Dragan. Gerne. Er nickt dir nur noch zu, tippt sich einmal an seinen Conquistadores Helm und klopft dann erneut gegen die Kapitänskajüte, die er dann aufmacht. Captain. Was ist? Der Corson wird euch sehen. Unten in der Kapelle. Ja, es ist soweit. Gut, danke. Komm mal. Es greifen wir hier irgendwo. Oben an Deck, vermute ich. Gut. Damit dreht er sich um. Schaut noch einmal, ob irgendjemand fehlt. Klopft auch bei Voltax kurz an, aber das bekommt ihr dann nicht mehr mit. Ob Voltax antwortet, ob Gonnach irgendwas sagt. Könnt zumindest seine schwere, brummige Stimme durch die Tür hören. Und währenddessen seid ihr schon nach unten gegangen und steht in der Sakristei. Ja, Rafim ist ungewöhnlich blutig, selbst für einen Chorgeweihten. Er trägt über den gesamten Körper verteilt Wunden, die er sich offensichtlich mit der Waffe zugefügt hat. Er steht vor einem blutigen Altar, würdet ihr glauben, es ist ein blutiger Amboss. Das Blut trieft bis auf die Bretter und er schaut euch mit einem Lächeln an. Seid ihr genauso gespannt wie ich? Absolut. Sowas sieht man ja nicht alle Tage. Ja. Glaubt mir, wenn ihr ihre Klinge spürt, werdet ihr verstehen, was ich meine. Diamantes, wollt ihr beginnen? Ja, wir waren uns aber einig, dass du mir keinen Finger abtrennst, ja? Ja, ihr versteht. Na, ihr missversteht das Ganze. Chor ist ein Freund des Opfers. Ihr würdet euch selbst schneiden. Wie es sich gehört. Ein Opfer willentlich gegeben. Für den Unbarmherzigen. Dann würde er die Waffe dir reichen. Könnt ihr sie halten? Ja, er sagt etwas zusammen. Sehr schwer, aber wenn ich den Stiel auf dem Boden ablege, ja, da. Das klappt schon.
Hier seht ihr das Boot unserer Brüder. Jeder Landfahrer auf dem Schiff hat hier heute geblutet. Ah, was ein Anblick. Ja, dann, zieht Diamantes seinen Ärmel zurück, sodass sein Unterarm zu sehen scheint, und zieht sich einmal den Unterarm gänzlich über die breite Klinge des Pylos und lässt sein Blut über den Amboss fließen. Dieses Blut opfere ich für Raphim, Ykors Sohn, als seine Waffe auch weiterhin die Pflicht erfüllt, für die er sie bekommen hat. Ja, gesprochen wie ein echter Bruder. Ein tiefer Schnitt, ich bin beeindruckt. Kommt schon. Kommt schon ran, Abelmir. Ja, mein Bruder. Ich würde herantreten, meine Robe über den Kopf ausziehen, dass ich mit freiem Oberkörper dastehe. Gebt mir die Waffe. Ja, ich würde sie ihm reichen. Ja, ich würde sie dann in meiner Herzregion gegen meine Brust pressen, sodass ein mehr oder weniger breiter, tiefer Schnitt wahrscheinlich dadurch entsteht und die Klinge komplett benetzt wird. Verdammt scharf. Ja, aber spürt ihr diese Macht, diese Vibration? Ja. Einzigartig. Mein Blut zu deinem Blut. Hier, ja. Bruder. Hier, Schwester. Gib mal die Klinge an Tulamin weiter. Euer Blut als letztes, so wie ich es mir gewünscht habe. Tsulamin umfasst den unteren Teil der Klinge und zieht sie sich geübt über den linken Unterarm. Möge mein Blut das letzte sein von jemandem, der Raphim wohlgesonnen ist, auf dass du danach nur noch das Blut seiner Feinde trinken mögest. Empfange deinen Namen von deinem neuen Herrn. Und sie reicht den Pylos an Raphim zurück, wischt mit der rechten Hand das Blut, das von ihrem Unterarm läuft, ein wenig ab und berührt mit der rechten noch den Kopf der Manticore-Statue, die sie damals für die Kapelle gekauft hat. Tritt dann zurück in den Kreis der Gläubigen. So, und nun werde ich mein Opfer bringen. Und Raphim beginnt sich nach und nach Schnitte zu setzen, an den Armen, an den Beinen. Einer nach dem anderen, eine Blutader nach der anderen wird geöffnet. Bis auch der 9. Schnitt gesetzt wird. Raphim sinkt inzwischen verletzt, fast auf dem Boden zusammen, legt seine blutige Hand auf die Klinge, legt sie auf dem Amboss ab und flüstert ihr zu: Wähle deinen würdigen Namen. Du sollst heißen Raskodar, nach der strafenden Richterin des Blutes. Denn auch du bist eine Tochter Kors. Wir werden ihr Ehre machen. Wir werden sie alle strafen. Und sie werden Furcht kennenlernen. Mögen sie betteln. Mögen sie winseln. Doch wir werden keine Gnade kennen. Und dann würde Raphim die Klinge jetzt mit einem schwachen Arm wieder erheben. Und wäre verletzt, aber sehr glücklich aussehen. Würfel mal eine Kontrollprobe. Sie geht auf Mut, Klugheit, okay. Intuition, Charisma plus dein Liturgiekenntniswert geteilt durch 5. Ich habe bereits schon alles ausgerechnet. Es ist eine Kontrollprobe auf die 15. Ah, okay. Nice. Habe ich bereits schon mal alles für dich gemacht. Das ist ja nett von dir. 8. Kann ich das Chip?
Stolz auf dich. Du schneidest dich mit der Klinge aus dem blau-schwarz schimmernden Titanium und merkst, wie die Klinge schwerer wird. Ein Gefühl, was dich ergreift, von Endgültigkeit, von Abschluss und Vollkommenheit. Verantwortungsbewusstsein, Pflichtbewusstsein. Für einen kleinen Sinn der Vergangenheit. Du spürst, wie ein Wispern durch die Klinge läuft, wie es sich von deinen Armen ausbreitet und das Metall nach oben läuft. Du weißt, irgendetwas ist dort drin. Irgendetwas sitzt in dem Titanium. Es ist nicht gut oder böse, es ist nicht elementar oder dämonisch, es ist einfach da. Eine Macht aus den Sternen. Rafim hält die Klinge direkt vor sein Auge. Wir werden siegen. Die werden fallen. Du spürst ein leichtes Vibrieren von Raskorda. Rafim fällt nach hinten rüber, lehnt sich an den blutigen Amboss, scheint wieder in Meditation zu versinken. Du spürst, dass diese Meditation, du hast sie den ganzen Tag schon gemacht, aber jetzt ist sie umso tiefer. Du berührst das Schwert, du hältst es in deinen Fingern und sie sind schwierig, aber du greifst noch stärker zu und diese Ruhe, die dich befällt. Es ist nicht nur sogar eine Ruhe, es ist sogar eine Termination. Einfach das Ende. Du kannst einfach schlummern, während du dieses Schwert, diese Waffe, dieses Werkzeug, dieses Meisterwerk in den Händen hältst. Der Genius der stellaren Endgültigkeit, der das Schwert in Besitz ergriffen hat. Ich glaube, wir können jetzt gehen. Er ist in seiner Meditation. Ihr könnt gerne gehen. Ich werde bleiben. Ich klopfe Samin mal wortlos auf die Schulter und verlasse auf den Raum. Zulamin bleibt und meditiert ebenfalls, also einerseits, um an diesem erhabenen Moment teilzunehmen, andererseits, weil sie zumindest eine leise Sorge hat, ob Rafim nach all dem Blutverlust nicht doch noch umkippen könnte. Ja, Rafim liegt bewusstlos, schlafend am Boden und du kannst wieder das Vibrieren sehen und ein düster, glimmendes Weiß, was durch diese blau-schwarze Klinge läuft. Du hörst sie wieder flüstern, auch wenn du sie nicht berührst, aber du weißt, irgendetwas ist dort drin. Ja, also Zulamin wird auch die ganze Nacht da wachen. Alleine mit Rafims Atemzügen und dem Flüstern der Waffe. Und meditiert bis zur Morgenröte. Was tut derweil Yalan? Yalan verbringt den Tag damit, über das Deck zu laufen und durch die Magazine und Sachen zählen zu lassen und dafür sorgen zu lassen, dass genug Munition überall da ist und dass die Leute wissen, wo sie hingehören und vor allem, dass auf dem Deck nichts herumliegt. Das Wichtigere ist aber, glaube ich, eher, dass er in Abelmirs Büro an seinem Schreibtisch sitzt, wenn der abends noch, wenn der von der Meditation zurückkommt. Mit einer Flasche mittelguten Sillerack, den er irgendwo in Sinola gekauft hat. Aber mehr. Ah, ihr habt euch schon bequem gemacht an meinem Tisch. Naja, dann holt einen zweiten Becher irgendwo unter deinem Tisch heraus, du hast vermutlich mehr als einen und schenkt dir auch einen. Dank mir. Wann sind wir eigentlich lupenreine Bastarde geworden? Schwer zu sagen. Es ist so viel Zeit vergangen. Was meint ihr? Ich meine, gestikuliert mit deiner Hand so grob aus dem Fenster hinter ihm. Alles. Oh, da hat irgendjemand gesagt, ob wir nicht eine
eine Trauerfeier für die 20 Mann, die wir verloren haben, abhalten sollten. Ich hab da bis gerade eben nicht mehr drüber nachgedacht. Afim veranstaltete irgendein seltsames Blutritual im Keller. Mein einziger Gedanke war nur, beunruhigt das die Mannschaft oder kann ich ihn wachen lassen? Und so weiter und so fort. Ihr habt recht. Wir haben der Seemänner nicht gedacht. Es ist weit mit uns gekommen, dass wir schon unsere Soldaten, unsere Seemänner vergessen. Nicht nur die, alles. Vielleicht fühlt es sich auch nur so an, ich weiß es nicht. Ja, es ist schwierig manchmal, bei all diesen Problemen und Sorgen, die wir haben, vergessen wir auch, dass es unsere Männer ist, die für uns kämpfen und die für uns bluten, für uns sterben. Wir danken es ihnen vermutlich nicht einmal. Und wozu tun wir das alles? Ja, ja, Paligan, ja, der Fluten und so weiter und so fort. Aber was machen wir daran überhaupt? Wir tun es für unsere Familien, für unsere Kinder, für unsere Verwandten, für uns, für unser Seelenheil. Für uns tun wir es nicht. Wir werden alle an der Sache draufgehen. Ja, unsere Körper werden sicherlich sterben, aber unsere Seelen? Nein, das glaube ich nicht. Wenn ich das glauben würde, dann könnte ich mich hier gleich die Kehle durchschneiden und es würde keinen Unterschied machen. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine gute Idee ist, aber es ist nicht unmöglich. Zumindest gesehen, vergiss es. Ihr seid ein Diener der Zwölfe. Ihr müsst doch an euren Gott glauben, an eure Seele, an euer Seelenheil. Ich weiß dieser Tage nicht, ob Preyas noch an mich glaubt. Das ist nicht die Frage. Es ist die Frage, ob ihr an ihn glaubt. Es ist wohl schwer von der Hand zu weisen. Praios schuldet euch gar nichts, aber ihr schuldet Praios alles. So müsst ihr das betrachten. Verrichten wir denn wirklich sein Werk oder überhaupt das Werk der Götter? Ist ja nicht so, als würden sie uns sagen, was sie von uns wollen. Wollen nicht, wenn sie Leute wie Rafim unten ja auch in ihren Gunsten herumlaufen lassen. Nun, die Wege der Götter sind unergründlich, aber... Ach, komm mir nicht damit. Ihr müsst dran glauben. Was erzähle ich euch da? Ihr müsstet mich überzeugen und nicht umgekehrt, verdammt. Diesen Versuch habe ich vor langer Zeit aufgegeben. Zweifelt ihr an einem Gott? Ich in der Flasche. Mistding ist leer. Zweifelt ihr wirklich an einem Gott? Oder ich zweifle nicht an Freiwas. Ich zweifle an... An euch selber, an eurer Standhaftigkeit. Daran, ob wir alle überhaupt wissen, was sein Wille ist.